Das sind also all die Produkte, die ich jetzt bestellt habe und die, die ich selber als Zahnärztin zu Hause verwende. Ich liebe die Produkte, die Ultrasoft hier und die Interdentalbürsten und die Singlebürsten von Curaproxy verwende ich selber auch jetzt schon seit über 10 Jahren. Ich habe auch einen Code für euch, damit spart ihr 20% auf alle Produkte von Curaprox auf www.curaprox.de und der Code lautet Dr. Ami 20. Viel Spaß beim Shoppen! Hallo, ich bin hier in meinem Badezimmer. Ich zeige jetzt einmal meinen Spiegelschrank. Und zwar hatte ich habe hier eine ganze Menge und naja, es muss auch nicht alles neu, sondern nur das, was ich benutze. Und ich hatte bisher diese beiden Zahnbürsten von Curaprox, die Ultrasoft und die Velvet. Und ich suche mir das immer so nach Jahreszeiten aus. Jetzt war ja Winter. Und da habe ich passend Schneeweiß genommen. Und jetzt zeige ich mal, wogegen ich das austausche. Ich liebe es ja immer, mir neue Farben auszusuchen. Ich liebe es. Wie ein kleines Kind freue ich mich darauf. Und ich habe mir schon einmal rausgelegt, was ich jetzt neu benutze. Den Sensitivbürstenkopf und den Singlebürstenkopf von der Hydrosonic Pro. Das ist ja nicht ganz so spektakulär, sieht ja immer gleich aus. Aber jetzt kommen wir zu den spannenden Dingen. Und zwar die Ultrasoft. Da nehme ich diesmal die Love Edition. Die pinkrote hier bekomme ich und die andere, die blaue, bekommt Marc. Und ich habe heute zum ersten Mal festgestellt, dass die Love Edition bzw. die ganzen Sondereditionen ja sogar noch günstiger sind, als wenn man zwei einzelne kauft. Ich wusste, dass sie so ein Dreierpack haben und das Dreierpack günstiger ist als drei einzelne. Aber irgendwie bin ich immer davon ausgegangen, dass diese Sondereditionen teurer sind als die normalen. Aber dabei spart man sogar noch 1 Euro, also 50 Cent pro Zahnbürste. Und das ist sogar noch günstiger. Voll cool. Da nehme ich die Velvet in dieser wunderschönen Farbe. Ich finde, von der Velvet gibt es einfach so schöne Farbkombinationen. Ich finde die richtig toll. Und dann nehme ich noch dieses Mal die 1009. Die letzten 3 Monate hatte ich die 1006. Jetzt will ich mal wieder die 1009. Manchmal nehme ich auch beide. Ja, da wechsle ich immer ein bisschen. Wow, ich bin gerade voll positiv überrascht. Ausgepackt sieht diese Love Edition einfach mal noch schöner aus. Ich finde den Griff einfach so schön, dadurch, dass er so durchsichtig ist. Ich meine, klar, es ist nur Plastik, aber es sieht richtig schön aus, so ein bisschen wie Kristall. Ich finde es mega schön. Und die beiden Herzchen da oben, also das eine Herz. Richtig toll. Okay, ich gebe zu, die Farben beißen sich ein bisschen, aber das ist die letzte Velvet, die ich habe. Ich muss jetzt erstmal neue bestellen. Und ich finde, beide Farben sind auch sehr schön frühlinghaft, oder? Schade nur, dass Marc seine im anderen Badezimmer hat, sonst könnten die hier so schön nebeneinander hängen. Außerdem habe ich gesehen, wenn man jetzt eine Ultrasoft oder eine Velvet bestellt, dann kann man jetzt die Farbkombination noch individueller auswählen bei der Bestellung. Man kann wählen, welche Farbe der Griff haben soll und wie dann die dazugehörigen Borsten sein soll. Das haben die echt gut gemacht. Vorher konnte man zwar auch immer schon mal verschiedene Varianten oder Kombinationen aussuchen, aber so wie es jetzt ist, ist das echt gut gemacht. Ihr werdet jetzt bestimmt lachen, dass ich das noch weiß. Aber diese Farbkombination, die ist hellblau mit orangenen Borsten, war die allererste Zahnbürste, die ich von Curaprox hatte. Und das ist jetzt über 10 Jahre her. Also es ist richtig lange her und ich weiß ganz genau, dass das meine erste Farbkombination war. Und die hatte ich seitdem auch nie wieder. Ich weiß nicht warum. Irgendwie wollte der Zufall es so, dass ich sie seitdem nie wieder hatte. Aber ich glaube, ich werde mir die jetzt einfach mal wieder bestellen. Finde ich nämlich echt hübsch. Hallo meine Lieben, ich wollte euch einmal hinter den Kulissen zeigen, wie das Ganze aussieht, wenn wir bei Curaprox bestellen. Oh wei, oh wei. Man muss gucken, was man hat und man muss gucken, was wir noch brauchen. Und der Warenkorb ist voll. Also seid gespannt, bis die Produkte ankommen. Ich hatte ja vor kurzem bei Curaprox bestellt, zusammen mit Marc. Und die Bestellung ist jetzt angekommen. Und ich wollte euch einmal zeigen, was wir so alles bestellt haben. Das ist nicht nur für mich, sondern auch noch für meinen Freund mitbestellt. Ich verwende sehr gerne, wie man unschwer erkennen kann, die Produkte von Curaprox.
Ich verwende auch die Schallzahnbürste von denen, die Hydrosonic Pro, aber die Bürstenköpfe hatte ich noch, deswegen musste ich die nicht bestellen. Und ich verwende auch gerne noch immer mal einmal am Tag meistens eine Handzahnbürste. Und die hatte ich eben nicht mehr, deswegen habe ich die nochmal nachbestellt. Einmal die Velvet in allen möglichen Farben. Wir konnten uns nicht entscheiden, die sind einfach so schön. Die haben 12.460 Borsten, sind super weich. Ich finde sie für den normalen Gebrauch, wenn man jetzt nur mit einer Handzahnbürste ausschließlich putzt, zu weich. Dafür reinigen sie dann nicht gründlich genug. Aber wenn man zum Beispiel das Zahnfleisch ein bisschen massieren möchte oder wenn man etwas Saures gegessen oder getrunken hat, dann sind die halt super, weil sie eben so weich sind. Aber wie gesagt, wenn man jetzt nur mit einer Handzahnbürste putzt, würde ich sie nicht nehmen. Dann würde ich lieber die Ultrasoft verwenden, die 5460 Ultrasoft. Und da habe ich mir jetzt drei verschiedene Special Editions gekauft, weil ich die so schön fand. Das ist einmal die Hawaii Edition mit Blümchen im Bürstenkopf. Dann die Bathroom Edition, auch mit Blümchen, und die Tiger Edition mit so Streifen. Ich fand die einfach richtig, richtig schön. Die haben etwas weniger Borsten, eben nur 5460, aber sind immer noch weich, aber nicht ganz so weich wie die Velvet und sind einfach, wenn man jetzt nur mit einer Handzahnbürste putzt, super gut geeignet, weil sie einfach die perfekte Weichheit haben, sage ich mal, und dabei richtig gründlich putzen. Also ich kenne keine andere Handzahnbürste, die so gründlich putzt wie diese. Dann geht's weiter. Single-Zahnbürsten verwende ich auch gerne. Die 1006 und auch die 1009. Die 1009 hat 9 mm lange Borsten und die 1006 ist etwas kürzer und auch etwas härter mit nur 6 mm langen Borsten. Und ich verwende mal die eine und mal die andere ganz gerne. Die kann man ein bisschen besser auffächern und ist ein bisschen weicher, aber sind beide sehr gut. Dann habe ich nochmal Interdentalbürsten nachbestellt. Ich verwende die roten, die hatte ich nicht mehr, aber auch die türkisenen. Nur davon habe ich noch genug, die musste ich nicht bestellen. Und dann hier einmal Prothesenbürsten. Nein, ich habe keine Prothese, auch mein Freund nicht. Aber die nehmen wir, um Knirscherschienen zu reinigen. Dafür sind die super geeignet und dafür wende ich auch diese beiden Cleaner. Einmal den Daily Cleaner und den Weekly Cleaner, um eben täglich und auch wöchentlich die Knirscherschienen gründlich zu reinigen. Und dann habe ich noch Aufsätze fürs Travel Kit. Ich liebe mein Travel Kit. Ich habe es immer dabei in der Handtasche. Und für unterwegs ist das super geeignet. Und das war einmal ein kleiner Einblick von mir, was ich so verwende. Bis dann. Ciao, ciao.